denke, dass jetzt die erste Etappe morgen vielleicht auch ein bisschen holprig noch sein wird. Es wird bestimmt 2 bis 3 Tage brauchen, bis wir so einen Rhythmus gefunden haben. Das ist so wie bei einem Kurzstreckenrennen, braucht man auch manchmal 2, 3 Runden, bis man so seinen Rhythmus gefunden hat. Und so stelle ich es mir vor. Und ich denke, am dritten Tag läuft es dann einfach. Wir kennen uns aus mit dem Roadbook und morgen ist man nervös und es ist das erste Mal. Und wir müssen hier gucken, dass wir eben aus Moskau gut rauskommen. Ja, und dann wird es laufen. Also ich denke, am zweiten, dritten Tag wird es dann laufen. Aber morgen wird es alles wahrscheinlich ein bisschen holprig noch sein, weil die Nervosität auch noch da ist.